auf ein Vielfaches seiner eigentlichen Körpermasse aufgebläht, als könnte er jeden Moment platzen. Vor der Küste der kanadischen Neufundlandinsel ist ein toter Blauwal gestrandet. Der 25 Meter lange Kadaver verrottet, stinkt und könnte explodieren. Das macht vielen Anwohnern der Gemeinde Trout River Sorge. Das wird immer schlimmer von Tag zu Tag, erst recht, wenn es jetzt wärmer wird. Er verrottet nach und nach und das verursacht hier in der Gemeinde Chaos, gesundheitlich und was den Tourismus angeht. Die Ortschaft Trout River liegt innerhalb eines Nationalparks und lebt hauptsächlich vom Tourismus. Das riesige Strandgut ist eine Zeitbombe, denn die beim Verwesungsprozess entstehenden Methangase verursachen die gewaltige Aufblähung. Die Sorge, dass der Kadaver platzt, ist nicht unberechtigt.